Herzlich willkommen zum Dog Talk des Tages. Ich möchte euch gerne von einer Situation, die ich gerade erlebt habe, berichten, weil ich die sehr exemplarisch fand für die Sichtweise von Hundehaltern und auch sehr exemplarisch war für Hundebegegnungen. Und zwar bin ich mit meinem Hund hier auf diesen Wegen unterwegs und eben war eine Spurbahn, eine Flurstraße, wo ich relativ weit gucken kann. Mir kam eine junge Frau entgegen mit zwei Hunden im Freilauf, beide Hunde von den Positionen her vor ihr, mein Hund auch im Freilauf von der Position hinter mir. Ich war am rechten Fahrbahnrand, sie auf der anderen Straßenseite. Ich habe sie dann rankommen lassen, bis ich mir sicher sein konnte, dass sie mich sieht, habe dann meinen Hund angeleint. Sie hat es mir gleich getan, ihre Hunde abgerufen bzw. gestoppt und auch angeleint. So, alles soweit in Ordnung. Sie ist dann nicht weitergegangen, sondern stehen geblieben. Ich bin dann weitergegangen mit meinem Hund angeleint auf der abgewandten Seite. Und ja, als ich so, weiß ich nicht, 40, 50 Meter dran war, ruft sie mir zu, können die spielen. Woraufhin ich, also das ist ja schon mal super, ne? Also nicht einfach die Hunde selbstverständlich von der Leine zu lassen, sondern zu fragen, das spricht ja überhaupt nichts gegen. Das hätte ja auch sein können, dass das ein guter Moment ist, das zu tun. Meine erste instinktive Reaktion, reflektorische Reaktion darauf war der Gedanke, naja, ob die so spielen wollen, weiß ich nicht. Weil das waren offensichtlich Hunde, die nicht jung sind, sondern schon im mittleren Erwachsenenalter. Und wie ihr ja wisst, habe ich zu der Einstellung, wann will ein Hund spielen, eine etwas differenzierte und sage, das ist ja abhängig von der Lebensphase, in der der Hund sich befindet, ob er spielen möchte oder nicht. Nun gut, wir sind also weitergegangen. Ich habe geantwortet, nein, lieber nicht, weil mein Hund blind ist, habe ich dann gesagt. Der kann das nicht sehen, woraufhin sie sagte, oh, sie war dann betroffen, war empathisch, fand ich auch nett, hat man auch nicht immer. Und der wahre Grund war natürlich, dass mein Hund als Senior überhaupt kein Interesse an Spiel hat und ich ja auch sehen konnte, ihre Hunde sind erwachsen, dass die auch kein Interesse im Spielen haben. Ich habe mich dann entschuldigt, habe gesagt, tut mir leid, geht leider nicht heute Morgen. Und sie sagte, ach, ist nicht schlimm. Die hatten auch schon zwei Spielrunden mit anderen Hunden. Dann habe ich so gedacht, naja, dann haben die wahrscheinlich auch wirklich kein Interesse mehr an irgendwelchen Sozialkontakten. Aber gut, es ist ja alles in Ordnung. Sie hat ja ihre Hunde angeleint. Und wir können aneinander vorbeigehen. Als ich dann ungefähr 10 Meter von ihr noch entfernt war, stürzt plötzlich der eine Hund eine Hündin laut bellend aggressiv in die Leine. Aus dem Nichts raus. Also die ist durchgestartet und hat sich in die Leine geschmissen und hat uns verbellt. Die Besitzerin hat daraufhin den Hund gemaßregelt, hat mit ihr geschimpft, hat gesagt, Emma, was fällt dir denn ein? Das machst du sonst nicht und was ist denn mit dir los? Und war total wütend. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die das Verhalten erklären. Entweder waren die ersten beiden Spielkontakte heute Morgen so aufregend, aufwühlend, frustrierend und ärgerlich für diese Hündin, dass die jetzt eskaliert. Und oder die Leine ist etwas, was die Hündin daran hindert, was sie sonst tun kann, was zu Extremfrust führt. Und was würde sie sonst tun? Sie würde sonst natürlich nicht spielen, sondern abklären. Und das ist jetzt vereitelt durch die Leine und das sorgt für Frustration. Würde sie sonst spielen wollen, dann hätte sie sich nicht auf die Art und Weise genähert und wäre in die Leine gebrettert, sondern wäre aufgestanden und hätte freundlich wedelnd versucht, an meinen Hund ranzukommen, um Kontakt aufzunehmen. Aber genau das hat sie nicht getan, sondern sie ist in die Leine reingesprungen, als wäre sie frei. Und das bedeutet für mich, sie hatte in dem Moment kein Bewusstsein dafür, dass sie an der Leine ist und festgesetzt und hat versucht, sich auf die übliche Art und Weise, wie sie es sonst auch immer macht, meinem Hund zu nähern. Nämlich reinzubrettern und loszulegen. Und das Bellen kam dann, weil sie das nicht konnte, weil sie durch die Leine gestoppt worden ist. Es war ein schönes Beispiel dafür, dass Hunde eben nicht spielen wollen mit anderen in einem bestimmten Lebensabschnitt und dass es günstig ist, wenn man draußen auf solche Situationen gewappnet ist, auch wenn man einen eigenen Hund hat, der dann dazu neigt, abzuklären. Ja, und das hängt dann mit dem Freilauf zusammen und mit den Positionen, dass der Hund vorläuft, dass der sonst abcheckt, dass der den anderen Hunden Bescheid sagt, dass der zuständig ist, dass er Entscheidungen trifft, dass er in der Verantwortung ist und so weiter. Denn die Geschichte ging noch weiter. Ich bin dann weitergegangen. Sie hat sich dann entschuldigt oder mir noch einen schönen Tag. Nee, sie hat sich nicht entschuldigt. Sie hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. Ich ihr dann auch.
habe da nichts weiter zu gesagt natürlich. Und hinter mir kam aber ein Mann in ungefähr 100 Meter Entfernung mit einem ebenfalls angeleinten Hund. Und der schloss natürlich jetzt auf und hatte diese Situation auch gesehen. Und was genau die gesprochen haben, weiß ich nicht, weil ich dafür zu weit weg war. Ich habe mich dann natürlich umgedreht, meinen Hund wieder abgeleint, dass der wieder hinter mir rumschnüffeln kann, und hörte dann, wie die beiden sich unterhielten oder miteinander sprachen und der Mann aber weiterging. Und offensichtlich war das so, dass sie den Mann wieder gefragt hat, ob die spielen können. Er hat dann wahrscheinlich geantwortet, nein, vielen Dank, weil er hat seinen Hund an der Leine gelassen und ist weitergegangen. Und in dieser Situation, als dieser Mann dann auf ihrer Höhe war, sprang der andere Hund in die Leine, der Rüde, den sie dabei hatte, und verbellte diesen Hund von dem Mann. Was zeigt, die Hündin hat sich jetzt zurückgenommen, weil sie halt diese harte Korrektur gekriegt hat vorher von dem Frauchen und hat jetzt möglicherweise ihren Soldaten in den Krieg geschickt. Und grundsätzlich sind die beiden sich aber einig, wie mit solchen Außenreizen mit Artgenossen umzugehen ist. Und aus der Sicht der Hunde haben die beide alles richtig gemacht, weil sie sind natürlich als Paar unterwegs. Der Besitzer spielt offensichtlich keine wirklich wichtige Rolle, ist nicht in der Führungsrolle, ist nicht in der Entscheidungsrolle, ist nicht in der Verantwortung, sondern lässt die Hunde machen. Die Hunde haben die Aufgabe unter sich verteilt und üben die auch aus. Und wenn der eine die Aufgabe nicht ausüben kann, dann macht es der andere. Und die Aufgabe ist immer, es kommt ein anderer Hund, wir müssen klären, was mit dem ist. Und im Zweifel auch zusehen, dass wir uns den von der Backe pulen. Also, das war ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie Menschen ihre Hunde falsch interpretieren, denken, sie brauchen Sozialkontakt, denken, sie wollen spielen, denken, es ist alles freundliche Absicht. Und wenn der Hund wirklich eine freundliche Absicht hat, dann wird es in der Regel so sein, dass es ein bekannter und beliebter Hund ist, zu dem er einen freundlichen Kontakt hat und er im Erwachsenenalter ist. Wenn er ein Junghund ist, hat er keine andere Wahl, als auf alles, was ihm fremd ist, freundlich zuzugehen. Das müssen wir uns auch klar machen. Das ist nicht, weil Welpen immer freundlich sind. Sie sind freundlich, weil sie nicht anders sein können. Und die Abwehrreaktion auf bestimmte Reize, die Alternative zu freundlich sein, die entwickelt sich im Junghundealter und in der Pubertät. Und die entwickelt sich durch Versuch und Irrtum, indem der Hund ausprobiert, wie gehe ich mit Außenreizen um und wie wirke ich dabei. Welche Bewirkung habe ich? Welche Möglichkeit habe ich, jemanden zu beeindrucken? Und das kann mit extrem freundlichem Verhalten sein, jemanden zu beeindrucken, aber auch mit aversiven Verhaltensweisen. Also, wir müssen viel lernen in der Körpersprache unserer Hunde, im Ausdrucksverhalten, und wir müssen uns endlich verabschieden von diesen Glaubenssätzen, dass Hunde hochsozial sind und damit assoziiert ist, dass sie zu allem und jedem freundlich sind. Das ist nicht der Fall. Und ist etwas, was erlernt werden muss und wo möglicherweise auch der Mensch eine deutliche Rolle spielt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ob wir in Kontakt gehen mit Artgenossen oder nicht und wie man überhaupt mit Reizen umzugehen hat. Also alles laufen zu lassen, ist sicherlich die verkehrteste aller Lösungen. Und nur weil wir das gerne so sehen möchten, ist es noch lange nicht so. Das war der Dog Talk des Tages. Ihr dürft es gerne teilen, sehr gerne teilen. Liken, schickt mir eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Oder abonniert meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, einen guten Tag. Liebe Grüße. Tschüss.